Hallo Leute und willkommen bei Outdoor-Ausrüstung TV. Heute wird es Zeit, dass meine Gomboy-Klappsäge ein neues Sägeblatt bekommt. Ich habe die unsachgemäß verwendet, habe beim Sägen nicht aufgepasst. Das Blatt ist verkantet und abgebrochen. Das ist mir schon bei mehreren Sägen passiert. Aber der Vorteil hier ist, dass ich mir einfach ein Sägeblatt nachkaufen kann und kann dann die Säge reparieren. Ja, und das Ganze werde ich jetzt mal filmen und vielleicht am Schluss nochmal zeigen, wie ich dann säge und worauf man eben achten sollte, damit einem das hier nicht passiert. Okay, ich habe etwas Werkzeug mitgebracht und hole jetzt erstmal hier das neue Sägeblatt aus der Verpackung heraus. Im ersten Schritt löse ich hier die Feststellschraube. Das geht mit einem Schlitzschraubenzieher sehr leicht oder ganz einfach hier mit solch einer Geldmünze. Einfach etwas aufdrehen, bis es sich löst. Dann kann ich das schon mit der Hand öffnen. Einfach Vorsicht, da ist noch ein Ring unten drunter. Sind also Kleinteile vorhanden, dass die hier draußen nicht verloren gehen. Fällt mir schnell was ins Gras oder so, dann findet man das schwer wieder. Lege ich hier an die Seite, kann hier auf der anderen Seite das entfernen. Und jetzt habe ich das Sägeblatt hier ganz locker, kann es einfach herausziehen. Immer aufpassen, die Zähne sind sehr spitz und scharf. Und dann wechsle ich das Sägeblatt einfach aus, nehme mein neues Sägeblatt, füge es hier hinein, bis beide Löcher übereinander stehen. Füge diese Schraube unten ein. Feststellschraube hier oben und drehe das Ganze wieder zu, bis die Schraube greift. Dann nehme ich meine Münze zur Hand, drehe das Ganze noch fest zu. Es ist immer vorteilhaft, so eine Münze oder einen Schlitzschraubenzieher dabei zu haben, wenn man mit der Säge draußen in der Natur hantiert, da sich diese Schraube hier auch mal von alleine etwas lösen kann und dann kann ich das Ganze hier immer etwas nachstellen. Und so brauche ich meine defekte Säge nicht wegwerfen, wie es bei billigen Sägen der Fall wäre, sondern ich tausche einfach mein Sägeblatt aus und habe wieder eine vollkommene Säge zur Hand. Ist auch sehr vorteilhaft, wenn man auf längeren Reisen, Expeditionen unterwegs ist, wo man auf die Säge angewiesen ist. Dann könnte man sich ein, zwei Ersatzblätter mit in die Ausrüstung hineinpacken. So, jetzt werden wir mal testen, wie das Ganze hier sägt. Ah, das ist doch was Schönes. Geht durch wie Butter. Trockenes Stangenholz hier, kein Problem. So, worauf man jetzt achten sollte, damit das Sägeblatt lange ganz bleibt, ist beim Sägen nicht zu hastig sägen, nicht zu ruckartig. Gerade beim nach vorne gehen, es ist also eine Zugsäge. Nur wenn ich nach hinten gehe, dann greifen die Sägezähne und dann sägt sie auch. Und dann gehe ich wieder nach vorne. So, und was es im schlimmsten Fall passieren kann, wenn ich nach vorne gehe, verkantet sich das Blatt und ich gebe weiter Druck, dann wird es sich vielleicht verbiegen oder im schlimmsten Falle eben abbrechen. Deswegen beim Sägen immer nur locker nach vorne gehen. Hier draußen hat man ja seine Ruhe, seine Zeit und man sollte sich diese Zeit auch nehmen. Okay Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Wollte ich euch nur ganz kurz zeigen, den Wechsel des Sägeblatts meiner Gomboy Silky Klappsäge. Den Link zu meiner Säge habe ich euch unten in die Infobox reingepackt. Lohnt sich auf jeden Fall, sich da das einmal anzuschauen. Die ist qualitativ sehr hochwertig, spiegelt sich etwas im Preis wieder. Aber dafür, wie ihr gesehen habt, wenn etwas defekt geht, kann ich mir das nachkaufen. Brauche die Säge nicht wegschmeißen. Das Sägeblatt bleibt lange scharf, hat eine gute Qualität. Hergestellt in Japan und geht richtig gut durchs Holz hindurch. Okay Leute, also dann macht's gut. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüssle!